Moin meine lieben kleinen Gaming-Wölfe, ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming-Wolf. Jupp, und wir sind wieder zurück bei einem neuen Part aus meinem Supermarket oder dem Coopermarket. Und genau das wird er nämlich heute auch, weil mit dem Update können wir jetzt auch endlich Namen ändern. Wir können auch Farbe ändern und etc. pp. Kommt alles noch. Erstmal geht es heute darum, Namen ändern und sich die Funktion kurz ein bisschen anzugucken. Außerdem haben wir jetzt Kevin 2.0, also Kevin und Kevin. Zwei Leute ergeben zumindest einen vernünftigen Mitarbeiter, ist doch top. Also wollen wir heute auch mal reingehen und zwar, ja, nachdem ihr noch das Video geliked habt, wenn euch das Format gefällt und dann noch liebe Kommentare schreibt, außerdem Tipps und Tricks vielleicht noch reinballert. Mein Kater mal sagt, er soll nicht jemandem Maus sagen, wenn ich hier am Aufnehmen bin. Und ja, Kanal abonnieren könnt ihr auch noch gerne, wenn ihr Lust habt und mich unterstützen wollt. Und ja, ich würde sagen, bei der Schauen uns reingehauen. Wir gucken mal hier rein. So, ja, Karl steht schon bereit zur Arbeit. Kevin und Kevin sind auch bereit. Die Regale sind minimal voll. Also sieht jetzt nicht so schlecht aus. Wir müssen aber erstmal Rechnung begleichen. So. Dann haben wir hier Anpassung. Eingangsposition ändern. Okay. Kostet 700. Ist nicht gerade wenig. Wollen wir doch mal gucken. Hä? Der Eingang hat sich aber nicht verschoben. Da passiert nichts. Oder wartet mal. Hä? Nochmal rein. War das irgendwie gerade aufgehangen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss ja mal kurz gucken. Da hat sich aber am Eingang nichts geändert. Ne? Ist immer noch, ja, da ist er an derselben Position. Oder verschiebt sich das ganze Ding? Habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Ich habe gedacht, ich kann die Eingangstür jetzt so ein bisschen verschieben. Aber ich glaube, da der ganze Block mit dem Namen oben drauf und so verschiebt sich, oder? Und da ich noch nicht diese Erweiterung habe, funktioniert das natürlich noch nicht. Ja, das könnte es natürlich sein. So, aber... Ja, Anpassung. So. Weitere Möglichkeiten haben wir hier nämlich nicht, ne? Irgendwie Tür separat einstellen oder so, dass die Tür eine andere Position kriegt. Nee, wir können nur so, so und so machen. Ja. 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 Nee. Da passiert irgendwie noch nichts. Gut, dann wollen wir den Namen ändern. Und zwar, ja gut, wir können auch Farbe ändern. Das mache ich vielleicht irgendwann auch alles nochmal. Ich will jetzt aber erstmal... was ist das denn jetzt? Oh, ich bin auf die Feststelltaste gekommen. So, das wird der Coopermarkt. So, genau wie... ja, wie dieses Projekt heißt. So, jetzt haben wir das endlich. Wer hat hier sprüht? So, Türen, nee. Ja, also ich vermute, dass ich da ein bisschen was falsch verstanden habe. Ich habe gedacht, ich kann die Tür, den Eingang, so ein bisschen verschieben. Aber da würde sich der komplette Block verschieben. So, wir können Abschnitt 3 kaufen. Machen wir aber noch nicht, weil so fetti ist jetzt mein Guthaben noch nicht. Ich habe zwar schon ganz gut angespart, aber ich will noch ein bisschen mehr ansparen. So, dass ich dann auch noch einige finanzielles Potenzial reinstopfen kann für die Änderung und mich nicht gleich in Verschuldung setze. So, dann müssen wir jetzt aber uns mal die Regale angucken. Also, der O-Saft ist noch nicht perfekt. War der O-Saft leer im Lager oder? Bin mir jetzt gerade unsicher. Ich hole jetzt einfach mal so. Das können wir denn, kann Karl schon mal auffüllen. Ich räume das Lager ein. Karl, lauf los. Ich hoffe, du bringst rein, ne? Guter Mann. So. Wenn ich jetzt zu viel gekauft habe, ja, das Regal war leer. Wo war der denn jetzt? War das da? Nee, das ist der Appelsaft. Da ist der. Okay. So. Dann lasse ich aber Karl das da reinstellen. Irgendwo hatte ich noch. Ich hatte doch irgendwo noch Orangensaft, oder nicht? Nee, Appelsaft? Appelsaft? Oh. Ich hatte nur einmal Orangensaft? Echt?
Okay, dann sollte ich demnächst noch mal ein paar Regale dazu holen, weil das ist ja hier zu wenig. Gut, dann stellen wir die erstmal daneben. Aber ich habe diesmal wenigstens gleich dafür gesorgt, dass der gute Karl. Ja, so, wir packen das da unten rein. So. Weil ich glaube, jetzt habe ich nämlich von dem Mehl irgendwie dreimal, ne? Da haben wir einmal. Ah, egal. So, wir können auch mal ein paar Regale dazu. Und dann müssen wir auch gleich das Lager erstmal wieder ordentlich auffüllen. Zum Beispiel brauchen wir davon. Davon. Zack. So. Ja, danke Karl für die Hilfe. Du räumst auch schon mal mit ein. Finde ich gut von dir. Oh, da passt nur einer rein. Ich habe, glaube ich, zwei davon gekauft. Ja. Aber jetzt glaube ich nicht die klügste Idee. Okay. Wir packen erstmal hier in die Ecke. Ja, ich würde jetzt sagen, ich fülle das Lager wirklich erstmal auf und dann muss ich unbedingt Regale noch dazu holen. Ich brauche mehr Kapazität im Lager, weil von einigen Sachen brauche ich schon mindestens zwei Fächer voll und von anderen reicht auch immer nur eine, aber die, von denen ich meistens viel brauche, die nehmen auch viel Platz im Lager weg. Ups. Weil, wie ihr merkt, ein so ein Karton ist immer schnell gelebt. Was hast du denn da jetzt schon wieder aufgefüllt? Ach, die Nudeln. Ja, stimmt. Da müsste noch was rennen. So. Zack. Und zu Zucker. Warte mal, zu Zucker. Oh, Karl hat schon zu Zucker aufgefüllt. Gut. Dann bringe ich mal den Karton weg. Zack. So, Karl, kannst du draufstellen, ne? Und immer schön von die schon offenen nehmen, ne? Nicht die leeren. Nicht die neuen zu. So, ich bin gerade schon wieder Banane in der Birne. Udi. So, wir brauchen auf jeden Fall davon. Wir brauchen, glaube ich, drei davon. Hä? Ups. Habe ich jetzt vier gekauft? Okay. Waren doch vier. Hab mich doch nicht vertan. Ich habe eigentlich eben jetzt gerade auf die Schnelle nur drei gesehen. Aber mein Unterbewusstsein hat gesagt, ey, Alter, da hinten war auch noch was leer, ne? Der Mama schnell, ne? Das war schlauer als ich. Ja, manchmal funktioniert das Unterbewusstsein richtig gut. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Öl. Wir brauchen dies, das und noch was anderes. So, wir brauchen davon. Zack. Und ja, erstmal zusehen, dass das eingeräumt wird. Weil vielleicht sollte ich mit demnächst echt ins Lager gehen, gucken, was wie viel fehlt, mir einen Einkaufszettel machen, einem aufschreiben vor den Regalen und dann einkaufen. Mein Gedächtnis ist nämlich nicht das Beste. Ich kann mir immer nur irgendwie ein Produkt merken und dann ist schon wieder Feierabend. Ich glaube, das andere wäre tatsächlich effizienter. Dann könnten Karl und ich viel schneller einräumen. Oder? Joa, klingt auf jeden Fall eigentlich doch ganz vernünftig. So, zack. Und. Nee. Oh, jetzt habe ich schon wieder aufgemacht. Okay, eigentlich fehlen da sogar noch zwei von. Es fehlen zwei Käse. So, da können wir. Nee. Zack. Davon noch zwei. Dann ist Lager randvoll. So. Und was, ey, hier so viel ist leer, ey. Also ich muss das echt demnächst strategischer machen. Wirklich mit Einkaufszettel und so weiter. Wir sehen ja so mit Tülüdü. Zack. So. Dann wäre Müsli wäre noch Platz. Brot zweimal. Joa. So. Davon brauchen wir. Dann davon einmal. Und Brot, glaube ich, zweimal. So. Einkufen. Oh,
Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich nur hier. Okay, wir machen aber schon mal den Laden auf. Die können schon mal die Regale leer verkaufen. Ich sorge dafür, dass das Lager aufgefüllt wird. Oh, Karl. Du hast ihn mitten aus der Mitte rausgenommen. Das ist nicht gut. Er ist alle auf die Straße gefallen. Da müssen wir aber jetzt zacki-zacki machen. Komm, hopp, hopp. Bisschen schneller bewegen. Du hast den ganzen Kram auch umgeschmissen, du Tollpatsch. Salz ist auch natürlich noch Platz, aber... So, was fehlt uns denn noch im Lager? Wir können noch einmal die helle Cola... Ja. So. Davon. Davon. So, Salz kann noch ein bisschen rein, dann ist das Lager voller. So. Ja, Karl, seh mal zu. Ne, die Kunden sind schon drin. Die kaufen schon. Fleißig. Muss ich jetzt wieder auffüllen. Ich mache hier Lagerarbeiter. Ich glaube, ich kann das sowieso besser als Karl. Alter Falter, wie viel passt denn an Salz da ins Regal? Uiuiuiui. Immer noch keine zweite Reihe. Wahnsinn. Nee, aber Salz ist ja auch nicht so schnell für den... Karl? Karl hat meine Kiste geklaut. So, ja, er hat die Kiste geklaut. Na super. Jetzt nimmt... Ey, dieser Vollpfosten. Jetzt nimmt er die Kiste von draußen mit. Und jetzt haben wir zwei angebrochen. Nee, nicht mal mehr. Der kommt sogar ohne Kiste wieder ins Lager gelaufen. Das heißt, er hat die ganze Kiste verbraucht. So, dann machen wir davon. Davon gleich wieder. Dann brauchten wir Wasser. Und jetzt bin ich gerade schon wieder überfordert. Mein Spatzenhirn hat mal wieder ausgesetzt und ich konnte mir nichts merken. Wasser wusste ich noch. Ach, diese komische Milch brauche ich auch noch. Nee, oh Mann. Minno. Oh, sorry, Ma'am, ich wollte Ihnen nicht vor die Füße laufen. War nur ein Versehen. Wieso drücke ich immer zu früh? Wieso laufe ich nicht dicht genug ans Lager ran? Nee, warte, da. So, was fehlt denn jetzt noch? Applejuice. Warte mal. Applejuice, nochmal Applejuice, diese komische Milch. Und bitte von der Basmati-Dings da. Und Tee fehlt auch noch. Gut, kriege ich das alles auf den Schlag gekauft? Oder muss ich jetzt gleich Karl unterstützen gehen, weil der die Regale nicht schnell genug vollkriegt? Ah, komm, das schaffe ich noch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und was war das jetzt noch? Ach hier, Applejuice. So. Hey, schon wieder fast vergessen. So, ich hoffe, jetzt habe ich alles. Und dann muss ich auch gleich irgendwie gucken, dass ich die Regale aufgefüllt kriege. Zack. So, da... Ja, wusste ich doch. Da war nicht mehr viel drin. Zack. Ach nee, das Regal war ja voll. Warte mal. Ja, stimmt. Hier wollte ich im Laden auffüllen. Seht ihr? Da ist nämlich schon jede Menge leer. Deswegen hatte ich extra einen auf Vorrat noch dazu gekauft. Ha? Sieht doch schon wieder besser aus. Und pff, ist ja auch kein Wunder. Habt ihr gesehen? Stand gerade schon wieder auf dem Kassenband. So, den Applejuice hier. Immer noch Basmati. Der ist da oben. Nochmal Basmati. Zack. Zumindest haben jetzt Kevin und Kevin alles gut im Griff. Ach, da. Oh. Eieieiei. Ich bin zu dumm zum Auffüllen. So, ich würde sagen, das Lager sieht jetzt erstmal gut aus. Ich gucke mir jetzt mal im Laden an. Oh, ich sehe schon. Auch Karl, Mann. Wieso eierst du an irgendwelchen Sachen rum, wo drei Sachen raus sind und die Sachen, die fast leer sind, die lässt du in Ruhe und dann... Oh, Junge! Muss ich auch schon wieder fast neu kaufen. Oh,
Sorry, Karl, ich hab dir Unrecht getan. Die Dinger sind ja auch fast leer. Ja, aber was ein Wunder. Du bist ja auch langsam wie eine Schnecke. Ups, ich bin hinter die Tür gelaufen. Oh, hello, ma'am. Sorry, ich muss einmal an Ihnen vorbeigucken und, ja. So, ich brauche auf jeden Fall davon gleich nochmal wieder welche. Zack. Weil das Regal ist schon wieder leer. Die... Also die Schlangen sind dafür, dass ich zwei Kassierer habe, echt lang. Das ist schon ein bisschen peinlich, Kevins, ne? So, Milch war nicht mehr das Vollste. Ich weiß jetzt nicht, da der... das Regal voll war, würde ich sagen, das hat Karl noch nicht aufgefüllt. Deswegen übernehmen wir das jetzt mal. Wir müssen hier einmal Licht anmachen. Ey! Ich will doch nur mal kurz den Karton abstellen, Mann. So. Licht an. So, geht doch. So, hier auch einmal schnell Licht an. Was fehlt und... Das Öl. Och, Karl, Mann, meine Fresse. Wie kann das sein, dass fast nichts in den Regalen ist? Ey, Mann, ich bin ja 10-mal schneller als du. Also, Karl, jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich würde die Regale besser im Schuss halten als du, wenn ich das alleine machen würde. Wenn ich nicht zwischendurch immer noch einkaufen müsste. Da. Mann. Also, ich glaube, um vernünftige Regale zu haben... Die Milch ist schon wieder weg, alter Falter. Leute, ihr kauft mich arm. Nee, eigentlich kauft ihr mich reich. Aber ich muss immer wieder die neue einkaufen. Ups. So, es ist wieder ein bisschen was von da. Ist aber noch nicht wieder voll. Wartet mal. Aber es ist genug da, dass ihr einkaufen könnt. Ich sollte jetzt lieber... Oh, Wasser ist fast nichts mehr da. Käse ist fast nichts mehr da. Mann, Karl, was machst du denn da? Du sollst nicht mit der Puppe vorm Regal wackeln, du sollst die Regale einräumen, Mensch. So. Meine Fresse, so, Wasser, schnell, hopp. Ey, ich weiß nicht, was Karl da macht. Der steht schon seit 2 Minuten da. Hä? Hey? Ey, Karl, ich glaube, Karl hat schon wieder einen Hirnaussetzer oder sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Der hat Orangensaft in der Hand. Orangensaft ist leer. Er kriegt es aber nicht reingefüllt. Der wackelt da mit Malerwedis vorm Regal hin und her und kommt nicht mehr da weg. Ich sag's ja immer wieder, gute Arbeit zu finden ist schwer. Also, wenn wir sagen, von wegen Brainlag, dann reden wir von Karl. Karl! Oh, ey. Meine Fresse. Wenigstens funktionieren Kevin und Kevin einigermaßen. So. Also, Karl, ich hau dir gleich mit einem Besen auf den Hinterkopf. Vielleicht funktioniert denn alles wieder richtig. Ach nee, das darf ich ja nicht. Das wäre ja Misshandlung von Angestellten. Ich glaube, sowas ist verboten, arbeitsrechtlich, oder? Könnte ich irgendwie in Teufels Küche mitkommen? Ja, ich räume, glaube ich, jetzt auch nur noch so lange die Regale voll, bis der letzte Kunde abkassiert ist. Dann machen wir Feierabend und dann kann ich mit Karl an einem neuen Tag vielleicht wieder reinstarten. Vielleicht funktioniert denn ja sein Hirn wieder ein bisschen besser als jetzt. Also Karl ist gerade komplett ausgenockt. Den können wir in die Tonne kloppen gerade. Da, steht immer. Der steht immer noch da, ey. Meine Güte. So. Oh Gott, zu Zucker ist alle. Oh Gotti. Oh,
Ja, aber wie soll ich das auch immer alles alleine schaffen, wenn diese olle Kartoffel da rumläuft? Oh, da waren nur noch drei drinne. Wahrscheinlich könnte ich mit einer Kartoffel, die bei mir arbeitet, mehr leisten als mit Karl. Ich weiß auch nicht, wo der gerade sein Problem hat, weil O-Saft ist ja, das eine Regal ist voll, ja, aber das andere nicht. Meine Fresse. So, wartet. Kann ich das einräumen? Ach nee, ich mache jetzt aus. Sense, aus die Maus, Karl, so, du tanzt hier weiter herum. Leute, wir machen Feierabend. So, Produkte nicht gefunden. Ja, kein Wunder, wenn Karl lieber mit einer Kiste O-Saft in der Hand rumdanzt. Aber ansonsten lief alles doch ganz gut, würde ich sagen, ne? Oh Mann, ey, ich... macht mein Kopf gerade. Also, ich würde sagen, die Regalpacker müssen echt nochmal überarbeitet werden. Also, ich habe ja oben und unten O-Saft. Unten war voll, oben war leer. Karl hat es nicht hingekriegt, den O-Saft einzufüllen. Stattdessen tanzt er mit dem Karton davor die ganze Zeit vorum. Ich fasse es immer noch nicht. Und ich darf mir den Arsch ablaufen. Na gut, okay. Ich hoffe, euch hat es heute auf jeden Fall wieder gefallen. Ne, wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Gerne schreibt mir noch Tipps und Tricks in die Kommentare für dieses Spiel. Und ja, wollt ihr mich unterstützen? Dann lasst auch gerne noch ein Abo da und aktiviert die Glocke, genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin. Au! Bye, bye!